Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Paul Valentine Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gab verschiedene Varianten. Du konntest zum einen den Adventskalender in Gold, Silber und Roségold bestellen. Dann konntest du sagen, ob du einen nur Schmuck-Adventskalender für 199,90 Euro haben möchtest oder einen Schmuck- und Beauty-Adventskalender für 169,90 Euro und ich habe keine Ahnung, was ich vor Monaten und Wochen bestellt habe. Er fühlt sich sehr leicht an, deswegen denke ich, dass ich einen nur Schmuck-Adventskalender bestellt habe. Mal gucken, ich habe euch das, glaube ich, auch eben schon eingeblendet und auch in den Titel geschrieben. Aber hey, ihr merkt, es ist auch für mich immer wieder eine große Überraschung, diese Videos mit euch zusammenzudrehen. Und ja, so schaut er aus. Er hat hier vorne so ein Schleifchen dran und da war so ein Tag vorne dran, dass wenn dieser Tag noch weiterhin dran ist, dass man den auch zurückgeben könnte, aber halt ungeöffnet. Ne? Das ist auch noch so eine Sache. Und ich öffne jetzt einmal das Schleifchen. Huch. Werde attackiert und habe hier einmal den Adventskalender. Starten wir am 1. Dezember. Ach guck, das ist in diesen Schächtelchen auch wieder eingepackt, genauso wie letztes Jahr auch. Und offensichtlich habe ich mich für Silber entschieden, denn ich habe hier am 1. Dezember direkt eine silberfarbene Kette. Das ist so eine Schlangenkette, das ist ganz cool. Und hier haben wir dann auch ein Blinky drin, also dran als Anhänger, was ich sehr schön finde, ehrlich gesagt. Und das ist eine Kette, die durch den Extender, der ja hier hinten schon dran ist, eigentlich auch nicht so super Choker-mäßig ist, sondern, ne, ihr seht, ich habe meine Haare da noch drin und so weiter. Also die ist nicht so super eng. Finde ich eigentlich auch mal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob die Schmuckstücke online auch zu sehen waren. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Der 2. Dezember. Ohrringe. Auch bekannt als Kreolen. Sehr schön, sehr schlicht. Beziehungsweise die haben auch vorne noch so Blinkies dran. Also sprechen mich definitiv an und passen auch zu der Kette, die wir eben drin hatten. Ne? Das sieht nämlich auch von dem Volumina sehr gut aus, denn so winzig kleine Kreolen sind bei meinen Ohrläppchen nicht so sinnvoll. Das kann ich leider nicht haben. Das ist dann zu eng. Und das sieht auf jeden Fall gut aus. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr große Nummer 3. Ja, die haben wahrscheinlich die gleiche Größe für diesen Adventskalender genommen, als auch für den mit anderen Sachen, denn ich vermute, dass ich nur Schmuck hier drin haben werde. Guck mal, da habe ich mir ja echt gegönnt, ne? Oh, guck. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein passendes Produkt zu dem, was ich eben drin hatte. Und zwar ist das hier ein Armband. Ja. Genau, schaut so aus, hat auch so Blinkies vorne dran. Armbänder sind nicht unbedingt was für mich, ne? Ist nicht so ganz meine Welt, wobei das hier auch eine ordentliche Länge hat. Das finde ich ganz positiv, aber das ist jetzt nicht so meins. Hier haben wir die Nummer 4. Ich habe mal irgendwann meiner Mama auch eins dieser Armbänder geschenkt und sie trägt das immer. Und sie ist da ganz glücklich drüber tatsächlich. Die haben auch eigentlich dieses Logo damit dran. Das hat dieses jetzt nicht, was ich eigentlich ganz schade finde, weil da konnte man dann halt immer durch das PV-Logo sehen, dass es von Paul Valentine halt ist. Naja, ich habe hier am 4. Dezember eine Kette drin, die voll nach meinem Geschmack ist, weil die ist schon so ein bisschen filigraner, aber sie hat halt auch so einen blauen Stein unten dran, also auch ein bisschen was Buntes. Würde jetzt, ja, bestimmt auch zu meinem Look passen, ne? Und schaut so aus, finde ich sehr hübsch. Ist halt auch eine ja, halblange Kette, ne? Ist zum Layern, glaube ich, ganz gut. Wenn man dann noch irgendwie eine längere Kette mit dabei hat, ich glaube, das kommt ganz gut. Machen wir weiter mit dem 5. Dezember. Nee, das hier ist das passende Armkettchen zu der Kette in der Nummer 1. Denn auch das in dieser Schlangenoptik, also Schlangenkette halt, ne, das sieht wirklich edel aus. Finde ich auch sehr, sehr schön. Muss ich, also wirklich, ne? Finde ich richtig hübsch. Und ja, halt mit einem Blinky da dran. Aber gerade so ein Armkettchen, also ich rasiere mir ja nicht meine Armhaare. Rasiert ihr eure Armhaare? Schreibt gerne in die Kommentare. Die ziepen. Also das ist so meine Erfahrung, dass diese Schlangenketten ziepen. Schauen wir mal, was die sich zu Nikolaus überlegt haben. Der ist schön. Das ist ein Ring. Den mag ich gerne leiden. Der ist größenverstellbar, ne? Ich habe den jetzt an meinem kleinen Finger angezogen. Ich mag das gerne, diese Lagenoptik und dieses Geswirlte auch irgendwie ein Stück weit. Und der ist halt hinten offen, deswegen kannst du den halt deiner Handgröße anpassen. Ihr kennt das von mir, ich verwende ja nur Ringe oder trage nur Ringe, die eine wirkliche Bedeutung für mich haben. Das heißt, der wird nicht bei mir bleiben, aber trotzdem ist es ein wunderschöner Ring. Also wenn ich Ringe tragen würde, so modemäßig auch, ne, dann würde der bleiben. Die Nummer 7.
Das erinnert mich so ein bisschen an die wilden 2000er. Da hatte ich, also, ja, wie soll ich das sagen? Von sowas, so Bauchgürtel und so. Also, ne? Schaut so aus, da hast du so Blinkies drin, finde ich wirklich schön, ne? Ne? Aber ist halt jetzt, also ich weiß nicht, ist es top modern? Ich finde es schön, ich werde es behalten und tragen, aber ich weiß nicht, ob das viele feiern. Ich feiere das. Ist wahrscheinlich schwierig, weil die Haare sich darin verfangen werden, aber irgendwie finde ich das cool. Sieht aber nicht so nach einem hochwertigen, teuren Schmuck aus, den ich aus einem 200 € Adventskalender habe. Das möchte ich damit sagen, ja. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Mal schauen, ob sie das macht. Da hat Sammy Geburtstag. Die liegt da vorne vor meinem Palettenregal. Schläft, denn wir haben es 23:34 Uhr. Wow. Oh schön, oh schön. Wir haben hier eine Kette drin und die hat auch eine schöne Länge und halt auch so eine Coin-Form. Okay, ja. Also, ne? Auch so ganz normale Kettenglieder sind das quasi. Und da haben wir dann hier diesen Coin, der, also das erinnert halt an so eine Münze, ne? Oder auch ein bisschen an Mandala. Ja, sowas finde ich hübsch. Hat auch so Blinkies mit drin. Nee, Quatsch. Das ist, oh, das sind die, oh, Sternzeichen, genau. Und die haben wir hier abgebildet. Das ist natürlich auch irgendwie schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über das passende Armband zu der Kette freuen, mit dem blauen Anhänger, was auch sehr hübsch aussieht tatsächlich. Und ja, mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Aber wie gesagt, Armbänder und ich werden keine Freunde. Vielleicht mal, aber nicht so häufig. Auch in der Nummer 10 wird es mit Schmuck weitergehen. Aber mit was für Schmuck? Vielleicht mit Ohrringe? Die springen mich ja richtig an. Fühlen sich sehr, sehr leicht an. Was tatsächlich fürs Tragegefühl angenehm ist, weil das nicht so runterzieht. Aber es fühlt sich dann leider nicht so hochwertig an. Das ist dann leider noch so ein Punkt, ne? Das sind Kreolen. Oder so Halbkreolen sind es dann ja quasi. Die kannst du reinstecken, ne? Also Steckkreolen. Heißt das so? Keine Ahnung. Die sind von innen, glaube ich, hohl. Und deswegen fühlen die sich wahrscheinlich auch so leicht an. Aber ich finde die richtig hübsch. Also ich mag die sehr gerne leiden. Passen auch vom Design her voll zu dem Ring zum Beispiel, ne? Weil das ja auch dieses Geschwungene hat. Der 11. Dezember. Natürlich ist es mal wieder Zeit für einen Ring. Jo, genau. Das ist auch ein hübscher Ring. Der ist eher filigran, eher dezent. Und den kannst du halt vorne dann verstellen, wenn man das so möchte, ne? Hat da auch so Blinkies mit dran. Sieht hübsch aus. Fühlt sich auch angenehm an, aber auch hier sehr leichte Qualität. Paul Valentine war sonst immer etwas, ne? Du hast halt wirklich gemerkt, dass du Qualität hast. Ich weiß nicht, ob die das umgestellt haben. Weiß ich nicht. Kommen wir zur Halbzeit, die Nummer 12. Das ist eine Kette. Oha! Die ist ganz besonders, Leute. Von der Länge her auch sehr angenehm. Und jetzt sieht man das auch, glaube ich. Aber die möchte ich behalten. Sowas habe ich noch gar nicht. Richtig, richtig schön. Und die hat so rautenartige Glieder, wo in der Raute selber noch ein Punkt quasi drin ist. Also, ne, das ist ja jetzt beide Seiten gleichzeitig gewesen. Also seht ihr das? Das finde ich aufregend. Das ist eine wunderschöne Kette zum Layern. Das finde ich hübsch. Das mag ich richtig, richtig gerne leiden, weil das einfach mal was anderes ist, ne? Ich habe gerade gesehen, die nur Schmuck-Variante gibt es leider nicht mehr. Es gibt nur noch die Variante, wo du halt Schmuck plus Beauty mit drin hast. Schade, Schokolade. Weil eigentlich, die Nummer 13, ne, hätte ich das jetzt richtig cool gefunden. Also, ja, dafür, die versenden halt immer so spät. Kann man die vorher nicht spoilern? Mensch. Oh, feine Sache. Feine Sache. Das passt auch wieder zu den Kreolen und zu dem Ring. Also das sind halt auch so kleine Halbkreolen. Sowas habe ich, glaube ich, auch schon von meinem Punkt, wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich noch mal schauen. Das sind auch so Stecker, ne? Die sind sehr, sehr hübsch. Auch dieses Geschwungene ist wirklich besonders und zeitlos. Sowas finde ich auch immer recht wichtig, ne? Die Nummer 14. Ja, das ergibt Sinn, ne? Die haben hier auch ein Armkettchen reingepackt und das sieht auch wunderschön aus. Oder ist das ein Fußkettchen? Das ist ein Fußkettchen, weil für meinen Arm ist es schon zu weit. Okay, ja, ein Fußkettchen. Finde ich auch ganz schön. Kann man im Sommer sehr, sehr gut tragen. Das sieht auch echt hübsch aus. Filigran, aber nicht zu filigran, sodass es dann doch irgendwie ein bisschen auffällig wäre. Und diese Kettenglieder davon finde ich auch einfach mal ein bisschen was anderes.
Das mag ich. Ne? Glänzt auch so, wenn man dann ins Licht kommt damit. Das ist schön. Die Nummer 15. Hier haben wir bestimmt eine Kette drin, weil das fühlt sich etwas schwerer an. Ja, ist bei Schmuck halt auch immer schwierig, ne? Das zu beurteilen. Oh, wow, nee. Das sind noch größere Kreolen. Wie viele Kreolen kann man in einen Adventskalender machen? Ja. Okay, aber es ist tatsächlich sehr schlicht und auch wiederum sehr schön. Ne? Sieht so aus. Auch das sehr zeitlos. Das hat gar kein Muster oder sowas mit dabei. Die finde ich auch hübsch. Aber auch da wieder sehr leicht. Die Nummer 16. Also es fühlt sich leichter an, als es eigentlich aussieht. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Hier haben wir jetzt aber eine Kette. Und auch da wieder eine sehr fancy-mäßige Kette. Ja. Die sehr interessante Glieder hat. Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht. Und deswegen finde ich das sehr schön, weil ich das zum Layern einfach nice finde. Das kann ich mir einfach gut vorstellen. Dass ich das hier als etwas kürzere Kette habe, ne? Und als längere dann halt eine mit etwas klassischeren Kettengliedern und dann schöne Anhänger dran. Es gefällt mir schon. Eine Woche vor Heiligabend, die Nummer 17. Aber ich frage mich dann halt, ne? Es gefällt mir schon, aber würde ich das auch so kaufen? Wenn ich jetzt im Laden stünde und das auch anfassen würde. Das ist auch immer so eine Sache für sich. Glaubt nicht, weil ich finde, weil ich ja 200 € für den Adventskalender ausgebe, erwarte ich halt auch, dass der eigentlich richtig knallen sollte, weil ich ja auch schon andere ausgepackt habe. Und da hat man halt den Vergleich. Ja, hier haben wir auch wieder so Kreolen, die finde ich aber gar nicht so geil, weil meine Ohrlöcher leider zu klein sind. Also, das sind Kreolen zum Klappen, die ich vom Design her richtig, richtig hübsch finde. Ich mag dieses Geschwungene, ich finde es total schön. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt, ich weiß nicht, warum Schmuckhersteller das machen. Das ist doch viel zu dick. Da reiße ich mir doch mein ganzes Ohrläppchen auseinander. Hatte ich schon von anderen Marken auch schon mal versucht durchzuprokeln. Das hat sich so entzündet und das hat so weh getan. Die Nummer 18. Oh, hier haben wir das passende Armband zu der Kette, die ich ja so schön finde. Das wäre dann tatsächlich auch eins der wenigen Armbänder, wo ich sage, na gut, das könnte ich mir fast schon vorstellen zu behalten, weil ich die Kette so geil finde. Und dann habe ich halt ein zusammengehörendes Set. Ne? Das wäre auf jeden Fall was. Und das sind ja auch wieder diese leicht abgerundeten Rauten mit dem Punkt in der Mitte. Schön. Die Nummer 19. Uns erwartet mal wieder ein Ring, der auch wirklich hübsch ist. Ein relativ grafischer Ring, aber auch mit Blinkies dran. Den kannst du dann vorne verstellen. Ja, klar, ich würde den jetzt nicht als Daumenring bei mir verwenden, aber ich finde den so richtig hübsch. Also da wird sich vielleicht das ein oder andere drin verfangen, aber trotzdem, also den mag ich wirklich auch gerne leiden. Die Ringe sind schön gestaltet hier bei dem Adventskalender. Durch die Bank weg. Die Nummer 20. Und hier haben wir sie, die lange Kette, die ich mit denen, die ich euch gezeigt habe, so super kombinieren können wird. Ah, ein schöner blauer Stein ist auch hier drin. Wobei, doch, die ist relativ lang, ne? Na, geht. Jetzt nicht so super lang. Also, nee, zum Layern doch nicht so ganz geeignet dann mit den beiden, die ich dann da habe. Hier sieht man dann auch den blauen Stein, ist auf jeden Fall fein. Und eine klassische Kette ist das hier. Aber wir hatten doch schon eine Kette mit einem blauen Blinky. Naja. Die Nummer 21. Oha, auch zu der anderen Kette, die ich eigentlich ganz gerne mochte, haben wir hier noch ein dazugehöriges Armband am Start. Wobei auch das, wenn es für mich zu weit ist, dann ist es für andere wahrscheinlich eher ein Fußkettchen, weil ich habe wirklich umfangreiche Armgelenke. Wobei, das wäre für einen Fuß zu eng. Ja gut, das ist dann ein sehr locker sitzendes Armkettchen. Der 22. Dezember. Sehr, sehr hübsche Clip-Kreolen haben wir hier. Ja, so ein bisschen, wie soll ich das denn nennen? Metall, wo man ein bisschen drauf rumgeklöppelt hat. Ne? Und die sind auch geschlossen, haben auch eine schöne Größe, sind aber, ich glaube, etwas kleiner als... Nee, die sind genauso groß wie die aus der Nummer 2. Okay, schön. Die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Oh, wow, hier haben wir noch eine Kette drin. Das finde ich ja schön. Und da haben wir einen weißen Blinky dran, einen weißen Stein, der vor sich hin blinkt halt. Und das ist auch eine klassische Kette, aber die ist etwas, so verschwungen, so verdreht sind die Kettenglieder, ne? Mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich vermisse dieses Paul Valentine Logo hinten dran. Schade eigentlich. Aber gut, ja, so schaut es auf jeden Fall aus. Ist eine schöne Kette.
aber auch nicht ganz so ultra lang. Vielleicht haben wir jetzt in der 24 so eine richtig lange Kette drin, die du halt zu den ganzen kürzeren Ketten halt auch super kombinieren könntest. Das wäre ja geil, ne? Dann wollen wir mal schauen, ob Paul Valentine ein bisschen mitgedacht hat. Es fühlt sich schwer an. Mhm. Ja, passend zu dem Armband aus der Nummer 3, aber jetzt auch keine lange Kette, ne? Das ist auch wieder eine kürzere Geschichte. Also hier haben wir dann die Blinkies drauf, zu denen auch diese abgefahrenen Ohrhänger passen. Also eine schöne Kette, aber keine 24. Nö. Ja, jetzt habe ich hier einmal den Paul Valentine Adventskalender ausgepackt, ne? Es sind schöne Sachen drin. Ich persönlich würde sagen, dass die Qualität irgendwie nachgelassen hat zu den letzten Jahren. Es ist nur eine persönliche Einstellung. Dass ich nur Schmuck genommen habe, finde ich positiv, denn so hat man wirklich die Auswahl, ne? Zwischen sehr, sehr vielen schönen Schmuckprodukten, die sich teilweise ähneln, aber teilweise auch sehr besonders sind. Ich weiß nicht, ob ich die Produkte so im Laden gekauft hätte. Vor allem, wenn ich auch bedenke, 200 Euro sind 200 Euro. Das ist echt eine Stange Geld. Da muss eigentlich jedes einzelne Kläppchen mir gefallen. Ich finde den schön, aber halt auch irgendwie... Ich glaube, wenn ich den für 200 Euro gekauft hätte, wäre ich enttäuscht gewesen in der Adventszeit. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Ja, also es ist jetzt nicht der liebste Schmuck-Adventskalender dieses Jahr für mich gewesen, bin ich ehrlich. Das wäre es ja auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.